Moin, liebe smartlights.de Leser, herzlich willkommen zu diesem neuen Philips Hue Video hier auf dem smartlights.de Kanal. Jonas hat es euch bereits letzte Woche gezeigt und auch ein bisschen erklärt. Signify hat die neue Philips Hue Sync Music Funktion herausgebracht, die eure Lampen passend zu euren Spotify-Liedern synchronisieren kann. Das Ganze funktioniert mit den Spotify-Metadaten. Das bedeutet zum Beispiel die Beats per Minute, das Cover, das Genre und noch so zwei, drei weitere Sachen werden da sicherlich auch noch mit abgefragt, ergeben ein Lichtprofil und dieses Lichtprofil wird dann auf eure Lampen angewendet und dazu passend dann leuchten diese zu eurem Song, den ihr gerade abspielt. Es gibt ja schon Drittanbieter-Apps wie Hue Essentials, wo das so ein bisschen ähnlich funktioniert. Dort allerdings gibt es einen großen Unterschied, denn Hue Essentials greift nur den Audioton ab, egal ob es vom Smartphone ist oder über das im integrierten Mikrofon. Und dort wird allerdings nicht erkannt, welches Genre, was für ein Lied wird überhaupt gerade abgespielt. Und genau diese wichtigen Punkte auf Beats per Minute fehlen dann und das Licht leuchtet immer im gleichen Farbton und im gleichen Stil, egal ob es ein schnelles oder langsames Lied ist. Das Ganze ist jetzt bei der neuen Philips Hue Sync Music Funktion ein bisschen anders. Ihr müsst einmalig einen Entertainment-Bereich anlegen, diesen mit passenden Lampen füttern und dann könnt ihr die Synchronisierung dann letztendlich auch starten. Ihr benötigt allerdings ja den Early Access Zugang, der ja nach und nach erst freigeschaltet wird. Wenn das Video jetzt ein bisschen älter ist, dann solltet ihr alle bereits diese Funktion nutzen können. Falls ihr selbst noch gar nicht nachgeschaut habt, dann geht mal in der Philips Hue App unten in den Reiter Entdecken und dann müsst ihr ganz oben ja so einen Bereich Spotify Sync Music stehen. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr den Vorgang einmal konfigurieren und dann anschließend auch nutzen. Das Spannende ist natürlich, wie sieht diese Funktion in der App an sich aus und wie leuchten die Lampen dann passend zum Song, und genau das zeige ich euch jetzt. Wow, das sah schon mal richtig gut aus. Die Lampen haben mir wirklich alles gegeben. Damit ihr aber nochmal passend zur Musik die Lichteffekte auch seht, wie diese sich verändern, nehme ich jetzt mal einen Song, den man auch so benutzen darf und zeige euch nochmal, wie die Philips Hue Sync Music die Lichter passend zu einem Song synchronisiert. Ja, das ist die neue Hue Sync Music Funktion, die bei mir richtig gut funktioniert hat. Egal welches Lied ich hier eingestellt habe, der Automatikmodus hat immer super funktioniert. Es lässt sich aber auch per Hand noch nachjustieren, indem ihr die Helligkeit, die Farben und auch die Intensität selbst anpassen könnt. Je nachdem, wie ihr es gern wünscht. Ich habe immer den Automatikmodus genutzt, außerhalb zur Präsentation, da ich dort die beste Erfahrung, die beste Lichterfahrung gemacht habe
und sowieso nicht generell immer in der U-App unterwegs bin, sondern hauptsächlich in der Spotify-App. Und wenn ich da dann mal ein Lied von schnell auf langsam geändert hätte, wäre der Farbwechsel nicht mehr passend gewesen. Deswegen nutze ich hauptsächlich den Automatikmodus und das würde ich euch auch hier empfehlen. Zum Thema Liedwechsel kann ich euch noch mitgeben, dass ihr in der U-App selbst kein Lied weiterschalten könnt. Es muss immer die Spotify-App geöffnet werden. Entweder macht ihr das selbst per Hand oder ihr klickt in der U-App auf das Cover. Dann werdet ihr auch automatisch in die Spotify-App geleitet und könnt dort dann den nächsten Song oder den nächsten Titel auswählen. Das soll es soweit jetzt zur neuen Music-Music-Funktion sein. Falls ihr dazu Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch immer Kritik äußern, das lesen wir uns immer durch und werden das beim nächsten Video besser machen. Ist auch schnell gemacht, wenn ihr noch ein Abo da lasst, würden wir uns freuen. Und das Wichtigste, schaltet auch wieder beim nächsten Video hier auf dem Kanal ein.